Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte in Thüringen. Wir haben ein Problem. Unser Kollege ist am Baum gefahren. Und jetzt muss ich eingreifen. Ist gerade der erste, ist ungünstig. Müssen ein bisschen schneller sein als schnell. Seit alle drei zu stoppen wäre ein bisschen zu aufwendig. So. Jetzt weiß ich nicht genau, welche Bahn er nimmt. Erste links, normalerweise hier. Und er fährt da. Muss der da fahren. Das ist so einfach. Bleib stehen. Zu spät. Zu spät. Den halten wir gleich an. Bäume sind noch ungünstig. Der dritte soll weg. So. Anschalten und Gas gehen, ne? Gas gehen. So, und jetzt passt ein Drehpunkt. Ja, das ist so Kleinigkeiten, ne? Der fährt einen verkehrten Punkt los. Der ist mit einem aufgestoppt. VW. Ne, das war C. Ja, das ist mir ein bisschen ärgerlich, wenn es nicht klappt, gleich wie es soll. Aber gut. Das ist mal real, ne? So läuft halt halt, ne? Oh, der erste ist auch schon dran. Oh. Wenn wir ganz schnell den anderen stoppen. Ja. Oh, sehe nichts. Oh, Zeit, nee, alles gut. So. Dann machen wir gleich die Ecke mit. Waren da eh schon warten, ne? Ja, das ist immer ungünstig, wie gesagt, wenn man da entsprechend am Rande Probleme gibt, ne? Ich könnte euch jetzt beide überall die Bäume fällen, aber gut, das will man keiner, ne? So. Deswegen vielleicht. Jetzt am ersten Punkt zurück wollte. Da stellen wir nicht ein. Werden wir hier mal gucken.
diese Hilfdinge anmachen. Und hier unten anfangen. Da hinten wieder keine Bäume, dann geht's hier. Müssen wir mal schauen, hier zweite Punkt ist jetzt hier, der linke, der erste rechte. Man müsste alle Detektoren unterschiedlich oder oben auf dem Dach eine Zahl haben, ne? Dann kann man besser zuordnen. Aber gut. Man kann nicht alles haben, ne? So. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die alle Fahrzeuge mehr hintereinander fahren. Obwohl der erste muss im Prinzip immer an der Nummer 1 fahren. Der zweite, dann der zweite, dritte. Danach kann es auch ruhig die Abstände größer sein, dann macht das nichts. Aber wenn der erste und der zweite die Reihenfolge nicht passt, dann ist es von vornherein ungünstig. Aber die treffen sich dann irgendwo, ne? Holt der wieder hin. Der macht nur zwei. Da schon was nicht. Da wollte ich gar nicht hin. So. Muss ich mal gleich gucken, wieso. Ach, jetzt sind 4-4, das passt. So. Ja, Verbandarbeiten ist immer nicht ganz so einfach. Zumal es auch zu schnell fahren. Wenn sie 18 km/h fahren, würde ein bisschen besser sein. Weil dann sind sie nicht so schnell da und man könnte eher einspringen, ne? Aber gut. Ich habe mal den Mod schon runtergeladen von Holger, der Modhoster. Er hat das gemacht für die Marsch, für die ihre Projekte. Aber ich halte es ein bisschen Nähe des Realismus, also ein bisschen, also sollte nicht zu unrealistisch sein. Dass wir mit Gras aufsehen, das geht mit der Maschine an sich. Aber übertreiben wollte es auch nicht. Also so, ist man noch nass. Wir haben gerade mal 10 Uhr. Ja, gut. Dann gehen wir um den ersten. Wenn der erste mit fertig ist, dann können wir gleich hier die Ecke korrigieren. Wenn es einmal läuft, dann läuft das, ne? Ansonsten ist es schlecht. Weil wenn der erste mal Scheiße baut, dann muss der zweite warten, der dritte warten und der vierte warten. Und wenn man eingreift und den Fahrer rausnimmt, dann ist es so, dann erkennt er den Verband nicht mehr, ne? Dann ist es vorbei. Dann ist das Mikrofon nicht erholen, ne? War ein bisschen weit weg. Dann ist es ungünstig. Im Großen und Ganzen. Runde warten nur darauf, dass das Wetter besser wird. Das sind eigentlich die Preise unserer Waren. Schlecht, sei mal so schlecht. Aber die besten Preise kriegen wir auch nachher im Frühjahr. Entschuldigung, wir haben keinen mehr. Unkraut wächst schon. Aber bei Gras, Unkraut, kein Problem, sag mal so. Das, ja, das mähen wir halt und durch und dann zweiten Mal kommt kein Unkraut mehr. Aber jede Wiese wird man feststellen, auch zu Hause, hat früher oder später Löwenzahn, dann hat es andere Sachen auch drin.
Das ist ja im Grunde fürs Futter nicht schlecht. Das ist nur ungünstig, wenn Pflanzen bei sind, die ein bisschen dicker sind, wegen Heu. Es dauert ein bisschen länger, ne? Aber ansonsten ist das ja im Grunde Kräuter. Man sollte dann nicht mit Gift reagieren auf gewisse andere Pflanzen bei Gras, das ist dann unsinnig. Wenn man Tiere das Futter geben will, dann muss ja auch nicht gerade durch Gift getränkt sein, ne? Man muss dann gewisse Zeiten einhalten, dass bloß wieder abgebaut wird. Aber ich meine, so vermeiden sollte man auf jeden Fall. Ja, die Temperatur steigt langsam tagsüber jetzt. Es geht. Wie sagt der Wind eigentlich? Windig. Die Trocknungsverhältnisse sind heute ganz gut. Die nächsten Tage. Von daher ist es. Ja, schon der Winter, der erste Schneeregen angesagt. Also, ja, das erinnert mich an unseren Wetterbericht teilweise. Also, ich habe ja gesehen, im Dezember, oh, Iran, oh, da kommt der Winter und so. Mit Schnee und so, ne? Aber, Scheiße, war das ist eher Frühling. Es wird zwar unterm Hoch ein bisschen kälter sein, nachts vor allen Dingen. Hier und da mal kratzen am Auto wahrscheinlich oder Spray verwenden wegen gefrorener Scheiben, aber ich sag mal so, Winter ist es nicht. Das ist nur ein Hauch von Winter. Aber ist auch wiederum nichts Außergewöhnliches. Also ich kann mir erinnern als Kind, da gab es in den 80er Jahren auch Winter, wo wir Eishockey spielen wollten. Ja, und dann haben wir immer drauf gewartet, was haben wir gemacht? Fußball mit Gummistiefeln, weil es einfach zu nass war und zu gatschig war, aber es war kein Frost in sich. Es war schon, also auch früher schon mal mild gewesen, ne? Also es gab die extreme kalten Winter, gab es auch, ja, aber es gab aber auch diese milden Winter, wo im Prinzip nichts war. Mit denen werden wir leben müssen. Im Grunde können alle, die beschweren sich alle, oh, es wird zu warm und so, ne? Es wird zu schlecht für allgemein, aber ich sag mal so, sollen froh sein, dass es nicht kälter wird. Denn wenn es deutlich kälter werden würde und die Erden auffallen würden, weil es überhaupt nicht mehr reif werden könnte, weil es zu kalt ist, dann werden die sich aber mächtig wundern, ne? Dann gibt es Hungersnöte. Wenn diese Hauptproduktionsländer ausfallen für Getreide, Russland, Kanada, USA, Europa, dann wäre das äußerst, äußerst kritisch. Dann würden die sofort in den Ländern keine Soja mehr anbauen für Tiere, sondern Getreide für Brot für die Menschen. Ne? Also das ist dann, ja, ich sag mal so, alles künstlich überbewertet. Jetzt nur mal 1, 2 Grad wärmer wird im Schnitt. Das ist ja auch eine Frage, wie man misst und wo man misst, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Man ist ja nicht überall gleich. Wenn ich jetzt auf 1500 Meter messe, habe ich andere Werte, als wenn ich jetzt hier im Tal messe, ne? Also. Trockenheit ist schlimm, auf Dauer, wenn es zu Dürren kommt. Kommt das zu Hochwasser, ist auch schlimm. Also gegen Dürren könnte man sich dann wappnen, könnte man Wasser speichern im Winter, wenn was fallen würde. Und draußen ist dunkel, ne? Schon wieder 17 Uhr. Ich darf morgen arbeiten. Ich darf mir daran denken, dass ich morgen früh so früh aufstehen darf. Oh, das frühe Aufstehen, das ist ja schlimm. Das Arbeiten an sich, das ist nicht so schlimm, aber das extrem frühe Aufstehen. Oh. Ah, gut. Und beginnt ein neues Jahr. Arbeitsjahr, das Jahr schon begonnen, ne?
So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal auch mal wieder Tschüss. Ciao, ciao. Ne? Man hört und sieht sich dann vielleicht zur nächsten Folge morgen. Ja, wenn ihr möchtet, wieder reinschalten, ein bisschen gucken, wie es weitergeht. Morgen wird die Ernte, die Aussaat beendet und werden bestimmt auch die Ernte bald beginnen. Bin leider schon 11:15 im Spiel. Dann seid mal so winke winke und man hört und sieht sich dann vielleicht zum nächsten Mal. Tschüss.